Wenn du erschrocken und ängstlich auf die narzisstischen Manipulationstechniken reagierst, funktioniert alles nach Wunsch für den narzisstischen Menschen. Denn für einen Narzissten ist Kontrolle alles. So sichert sich ein Narzisst seine narzisstische Zufuhr. Er ist, wenn du so willst, davon abhängig, dass er Kontrolle über dich bekommt und dass du dich so weit wie möglich dominieren lässt. Hierbei gibt es kein zu viel. Wenn Narzissten die Gelegenheit bekommen, werden sie dich übernehmen, mit Haut und Haaren. Und jede Regung, die du zeigst, die auch nur andeutet, dass etwas deines authentischen Selbstes durchschimmert, wird ihn in Panik versetzen. Sie wollen dich aushöhlen und sich in dir installieren. Du bist dann allenfalls noch eine Art Avatar. Das ist ihr Endziel. Das heißt, Kontrolle über dich zu bekommen, zu behalten und diese Kontrolle mit der Zeit immer weiter auszubauen, ist für ihre Zwecke unerlässlich. Und ein Mittel, mit dem sie diese Kontrolle über dich ausbauen, ist deine Angst. Deshalb arbeiten Narzissten unentwegt mit der Angst. Es geht darum, sie in dir so zu platzieren, dass sie dich fernsteuern können. So, dass sie die Sicherheit haben, dass du ihnen niemals abtrünnig wirst. Du sollst sie als deinen Gott akzeptieren. Du sollst ihren Regeln folgen und ihre Pläne nicht mit deiner Authentizität durchkreuzen. Wenn du zu stabil bist, lohnt es sich für Narzissten nicht, Zeit mit dir zu verplempern. Wie Narzissten reagieren, wenn sie sehen, dass es ihnen nicht länger gelingt, diese Angst in dir aufrechtzuerhalten, ist Gegenstand des heutigen Videos. Wie schaffen sie es, dich glauben machen zu lassen, dass sie besser wissen, wer du bist und was gut für dich ist, als du selbst? Was passiert, wenn du es nicht länger zulässt, dass diese Angst, die sie in dir eingepflanzt haben, dich steuert? Wie reagieren Narzissten darauf, wenn sie sehen, dass ihr ehemals völlig höriges Opfer plötzlich aufsteht und sich nichts mehr gefallen lässt? Wenn ihr Hauptwerkzeug, die Angst, einfach nicht mehr eingebaut werden kann? Solltest du diese Situation kennen, würde ich mich über einen Kommentar von dir freuen. Los geht's! Vielleicht bist du gerade im Begriff, deine Angst zu besiegen. Vielleicht hast du deine Angst bereits abgelegt und bist der narzisstischen Zwangsjacke entkommen. Bitte hinterlasse mir ein Abo, falls dir dieses Video gefällt. Denn jedes Abonnement hilft, das Wissen über Narzissmus zu verbreiten. Doch zunächst muss ich etwas ansprechen. Dieser Punkt ist mir sehr wichtig zu erwähnen, weil wir uns einfach darüber bewusst sein müssen, wie die Narzissten ticken. Ein echter Narzisst wird sich rächen. Das ist kein Punkt für schwache Nerven, aber er ist wichtig. Rache ist des Narzissten Geruch, der noch lange im Raum steht, wenn der Narzisst schon längst nicht mehr sichtbar ist. Dieser muffige Dunst sagt dir, dass Narzissten noch in deinem Leben sind, auch wenn du glaubst, sie haben dich bereits vergessen. Wenn du einem Narzissten gezeigt hast, wo der Hammer hängt, wenn du einen Narzissten in Anführung besiegt hast, sie mit ihrer größten Angst konfrontiert hast und dafür gesorgt hast, dass ihnen der Schweiß auf der Stirn steht, werden sie das nicht vergessen. Sie können es nicht vergessen. Du kannst damit rechnen, dass sie sich anonym bei Ämtern über dich beschweren. Sie werden dich vor Gericht zerren. Sie werden dir das Sorgerecht für dein Kind nehmen. Sie werden dich finanziell versuchen zu ruinieren. Sie werden versuchen, dein gesamtes berufliches Umfeld gegen dich aufzuhetzen. Sie sind wie besessen davon, dir Leid zuzufügen. Und sie würden über jede Grenze gehen, um dich zu zerstören. Dein Lachen und deine Freude lässt ihnen ihr Blut in den Adern gefrieren. Das ist keine Übertreibung. Narzissten kennen einfach keine Reue, Gewissen oder Moral. Auch sind sie bereit, alles für dein Leid zu opfern, das eben geopfert werden muss.
Sie benutzen und missbrauchen ohne Probleme ihre Kinder, um ihre Ex-Ehepartner zu drangsalieren und zu zerstören, sodass diese sich in jahrelange Therapien begeben müssen, um ihrem suizidalen Schwelgen zu entkommen. Es geht ihnen um Rache. Sie wollen es dir um jeden Preis heimzahlen. Ihre Bestrafungsfantasien sind das, was für uns unsere Tagträume sind. Und dich gequält und vereinsamt, als auch krank und schwach zu sehen, treibt ihnen ein verträumtes Lächeln ins Gesicht. Denn wer sie mit ihrer einzigen, größten Angst konfrontiert, muss zerstört werden. Wer wagt es, mir aufzuzeigen, dass ich nicht allmächtig und heilig bin? Derjenige muss leiden, so dass diese Person nie wieder vergisst, dass sie sich mit einer Art Superheld angelegt hat. Und ihre Angriffe werden nicht enden, außer du begibst dich an einen entfernteren Ort. Selbst dann werden sie dich finden und dich weiterquälen. Der Hass von Narzissten endet einfach nicht. Erstens, sie machen dich überall schlecht. Sie wollen Macht über dich und sie wollen, dass es dir möglichst schlecht geht. Also beeinflussen sie dein Umfeld gegen dich, bis jeder über dich denkt, du bist ein drogenabhängiger, kinderschlagender, cholerischer Hitzkopf, sobald sich die Haustür hinter dir schließt. Deine Angstfreiheit setzt ihnen dermaßen zu. Es macht sie so wütend und ohnmächtig, dass sie alle Zeit der Welt und all ihre Mühe investieren, um dafür zu sorgen, dass dein Umfeld dich so sieht, wie sie es wollen. So machen sie sich vor, dass sie wenigstens noch ein bisschen was auf die Reihe bekommen. Denn du bist ihnen entglitten und hast ihnen damit bewiesen, dass sie einfach nicht diese starke, glamouröse, prächtige Gestalt sind, die sie gern wären. Und jetzt erfinden sie Fakten über dich. Sie saugen sich alles Mögliche aus den Fingern. Und hier kennen sie absolut kein Gewissen, wie bei allem anderen auch. Alles, was sie dir antun, hast plötzlich du ihnen angetan. Und überhaupt bist du an allem schuld. Du bist missbräuchlich, aggressiv und unehrlich. Alles, was sie sind, bist du. Und jetzt, als ob das alles noch nicht genug ist, schicken sie ihre Flying Monkeys, um dich zu piesacken und auszufragen und wenn du Pech hast, um dich zu stalken. Jedoch ist diese ganze Schmierenkampagne, in der sie behaupten, dass du gewalttätig und verlogen bist, eine einzige Projektionsaktion. Du bist alles, was sie sind. Sie fantasieren sich eine Welt zurecht, in der sie die Kontrolle über alles haben. Narzissten leben so sehr in ihrer Fantasie, dass man es eigentlich wahnhaft nennen muss. Und diese ganze erfundene Geschichte über dich, die sie ihren ebenso dusseligen und häufig genauso boshaften Flying Monkeys auftischen, soll dazu dienen, dich zu bestrafen. Sie können dich auf direktem Weg nicht kleinkriegen. Dann versuchen sie es auf diesem Weg, indem sie ihre Flying Monkeys mobilisieren. Ihr Hass und ihre Wut auf dich kennt kein Ende. Wenn sie schon nicht haben können, was du hast, ein Herz, ein Licht, das strahlt, Talent und Liebe. Und wenn sie es nicht in dir zerstören können, indem sie dich klein halten und dir das Gefühl geben, dass sie diejenigen sind, an die du dich wenden musst, um zu erfragen, was richtig und falsch ist, wollen sie es unter Zuhilfenahme ihrer kleinen, miesen Helfer, ihrer Flying Monkeys, kaputt machen. Die Flying Monkeys sind häufig völlig ahnungslos, aber manchmal auch selbst bösartig. Dann wollen sie ihren eigenen Frust an dir abarbeiten, den sie sonst so selten loswerden können. Zweitens, ein Narzisst wird dich immer unten halten. Sie tun dies, weil sie es nicht ertragen zu sehen, dass sie keine Macht über dich haben. Einem Narzissten geht es immer nur darum, dir die Daumenschrauben anzulegen. Wenn sie dich nicht länger unterdrücken und beeinflussen können, macht ihnen das sehr zu schaffen. Sie leben in dieser Größenfantasie über sich. Und wenn du ihnen entwächst, hast du an ihrem Stuhlbein gesägt. Die Größenfantasie eines Narzissten darf nicht in Frage gestellt werden. Ein Narzisst fürchtet sich nur vor einer einzigen Situation. Er will sich nicht ansehen.
Und die Flucht eines Opfers aus dem narzisstischen Gefängnis zwingt Narzissten dazu, zumindest einmal durch den Türspalt zu sehen und die innere Wahrheit schon mal winken zu sehen. Das ist die narzisstische Apokalypse, das narzisstische Armageddon. Deshalb muss ein narzisstischer Mensch sicherstellen, dass er für dich die unangefochtene Nummer 1 ist. Die Person, die alles über dich weiß, die Person, der du gehörst. Ihre Besitzergreifung hat diese Gier als Motor. Sie bekommen nie genug, was das betrifft. Und haben sie einmal ein Opfer unter ihrer alleinigen Kontrolle, dürfen es auch ruhig 2, 3, 4 oder ganze Gruppen sein. Du musst sie auf den Thron setzen. Sie verlangen, dass du sie idealisierst. Sie im besten Fall anbetest. Alles, was du bist. Deine Bedürfnisse sollst du hinter dir lassen. Verabschiede dich von dem Menschen, der du einst warst, und betrachte die Narzissten als dein neues externes Selbst. Alles, was ihnen sagt, dass du noch einen Hauch Stabilität in dir hast, der dich davor bewahrt, dich selbst zu verlassen, stört sie und macht sie wütend. Denn genau das konterkariert ihr Größenselbst. Also müssen sie dich erniedrigen und alle möglichen Ängste in dir installieren. Sie sind davon abhängig, dass du in ihren Wahn einsteigst. Wenn Narzissten dich nicht unter ihrem Pantoffel haben, kann ihr falsches Selbst nicht überleben. Deshalb benötigen sie möglichst hurtig ein neues Opfer, wenn du ihnen zu stark und widerstandsfähig geworden bist. In genau dem Moment, in dem du aufstehst und beginnst, zu dir zu stehen, wenn du aufhörst, gegen dich selbst zu arbeiten, indem du dich selbst verlässt und den Narzissten die Führung in deinem Leben überlässt, verwandelt sich ein Narzisst in ein Monster. Sie ertragen es nicht, wenn ihnen die Macht genommen wird. Sie mutieren auf der Stelle in ein vor Wut schnaubendes, sich windendes Ungeheuer, weil du sie an ihrem verletzlichsten Punkt gepackt hast. Du hast tonnenweise Salz auf ihre Wunde gestreut, die ohnehin nicht heilen kann. Du wirst psychisch, emotional oder physisch angegriffen. Ihre Sprache kann sich selbst dann völlig verändern, wenn sie normalerweise extrem gepflegt war. Plötzlich herrscht Chaos und das Drama nimmt einfach kein Ende. Du sollst zurück in deine Zwangsjacke, in dein Gefängnis gehen. Es schert sie keinen Deut, wie es dir dabei geht. Drittens, du wirst abgeworfen. In der Discard-Phase wirst du verlassen und fallen gelassen wie ein alter, benutzter Lappen, der jetzt ausgedient hat. Narzissten tun dies laut Professor Sam Vaknin, um sich abzunabeln, um sich von ihrer Mutter, die gerade jetzt du für sie bist, abzunabeln. Sam Vaknin hat eine interessante Theorie aufgestellt, die er die duale Mutterschaft genannt hat. Falls dich das interessiert, hinterlasse mir gerne einen Kommentar mit dem Begriff duale Mutterschaft. Ich werde dann ein Video zum Thema machen. Du hast also jetzt den Finger auf ihre Wunde gelegt und sie beschämt und all ihre Schuld, Scham und Minderwertigkeitsgefühle in ihnen getriggert. Sie befinden sich jetzt in einer Krise und du musst es ausbaden. Wahrscheinlich hast du ihnen gezeigt, dass die Welt sich weiterdreht, wenn sie nicht da sind. Du hast sie verletzt, weil du ihnen nicht die Wichtigkeit gegeben hast, die sie für sich in Anspruch nehmen. Vielleicht warst du in irgendeinem Kontext zu klug oder zu schön. Es kann auch sein, dass du dich dazu erdreistet hast, erfolgreicher als sie zu sein. Dann ist das ihr einziger Ausweg. Du musst wissen, dass Narzissten eigentlich krankhaft unreif sind. Du hast einem 4-Jährigen nicht gegeben, was er wollte. Nur leider steckt dieser 4-Jährige im Körper eines 40-Jährigen. Und jetzt wirst du abgesägt. Könnten sie, würden sie deine Existenz auslöschen. Du bist jetzt ein Symbol für ihre Niederlage. Viertens, du bekommst ein Silent Treatment. Vielleicht hast du dich finanziell unabhängig gemacht. Vielleicht ist dein Selbstwertgefühl gestiegen. Vielleicht hast du begonnen, sie zu durchschauen und der Narzisst erkennt, dass deine Angst einfach nicht mehr da ist. Dass das Spiel aus ist. Dass er oder sie eindeutig die Macht über dich verloren hat. Und dass es an diesem Punkt keine Chance mehr gibt, sie zurückzugewinnen.
Mein Opfer hat mir einfach auf den Grund geblickt und ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Dann kann es passieren, dass du ab sofort ignoriert wirst. Du scheinst nicht mehr zu existieren. Man nennt das auch Stonewalling. Das kann im Opfer extreme Schmerzen auslösen. Es kann gewalttätiger sein als ein körperlicher Angriff. Und sie tun dies, um dich zu bestrafen. Du bist nicht länger bereit, sie als deinen Gott zu akzeptieren. Also möchten sie dir zeigen, dass du Luft für sie bist. Doch eigentlich ist es eine Verzweiflungstat. Wenn aber auch keine Maßnahme mehr greift, um dich dazu zu bekommen, dass du spurst, bleibt ihnen nur diese merkwürdige alte Narzisstentechnik. Es ist immer dasselbe im narzisstischen Repertoire. Besonders kreativ sind sie ja nicht. Also, du hast erkannt, dass sie das Problem sind und dass der ganze Wahnsinn rein gar nichts mit dir zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, du zeigst völlig angemessene Reaktionen auf ihr komplett unangemessenes Verhalten. Also wirst du verlassen. Eine Mischung aus Verzweiflung und der Gier, sich ihre Macht zurückzuholen. Und sie wissen, dass du sie auf der Stelle zerstören kannst, wenn du dich dazu entscheidest, ihnen den Rücken zu kehren. Denn ein Mensch wie du, ein Mensch mit Herz und Aufrichtigkeit, trifft keine Entscheidung, um andere zu erniedrigen. Wenn du gehst, wird niemand kommen und sie retten. Deine Wut ist ehrlich. Deine Gefühle sind echt. Da ist kein Bedürfnis, irgendjemandem irgendwas damit zu demonstrieren. Das hast du gar nicht nötig. Manipulation ist nichts für aufrichtige Herzensmenschen. Dich treibt eine völlig andere Kraft an als sie. Ihr seid wie zwei Geschöpfe aus zwei Welten, die sich einfach nicht verständigen können. Wir können resümieren, dass Narzissten deine Absenz von Angst nicht sehr schätzen. Deine Angst ist die Schnittstelle zwischen dir und ihrer Macht über dich. Also sei dir bewusst, dass du mit deinem Bewusstsein dafür kämpfen kannst, dass sie absolut keine Chance haben, dich zu übernehmen. Deine Liebe zu dir selbst und deine Freude sind stärker als ihr Hass und ihre Machtgier. Fürchte dich nicht vor den Narzissten, denn sie fürchten sich vor dir. Sie wissen, dass sie das, was du im Inneren mit dir trägst, niemals haben werden. Du hast ein Herz und du hast es nicht nötig, irgendetwas zu tun, um andere Menschen zu manipulieren. Das gibt dir viel Raum, um entspannt und voller Frieden zu sein. Das ist ein Potenzial in dir, das sie nicht haben und das sie dir neiden. Du kannst viele Menschen mit deiner Liebe anstecken, sodass sie ebenfalls wachsen. Das wird kein Narzisst jemals können, wo auch immer Narzissmus herkommt, ob aus frühen Kindheitstraumen oder aus fernen Zeiten, die schon in der Bibel beschrieben wurden. Sie werden den Neid auf Menschen wie dich niemals verlieren. Wisse um deine Kraft, wisse, dass du großartig und einzigartig bist. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass dieses Video dir eine Unterstützung sein konnte. Ich freue mich sehr, dich beim nächsten Video von Narc Extreme wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss!